Willkommen zu diesem Erklärvideo zu Webex. Bitte geben Sie zunächst diese Adresse ein. Melden Sie sich hier bitte mit Ihrer Kurz-E-Mail-Adresse an. Sie kommen nun auf die Single Sign-On-Seite der Fachhochschule St. Pölten. Hier geben Sie Ihren Usernamen an und Ihr normales Passwort, das Sie auch am eCampus verwenden. Sie kommen nun in Ihren persönlichen Meetingraum. Hier sehen Sie die Adresse, die Sie an Teilnehmenden dieses Meetings weitergeben sollen, zum Beispiel am eCampus posten. Ich starte nun ein Meeting. Und werde nun aufgefordert, hier die App herunterzuladen. Und zu installieren. Dieser Vorgang ist nur einmal notwendig. Bei weiteren WebEx-Nutzungen kann dieser Schritt ausfallen. Ich starte nun das Meeting und kann hier auch auswählen, welche Kamera ich verwenden will. Sichtbar ist jeweils die Person, die spricht. Sie können nun mit anderen Teilnehmenden im Chat kommunizieren. Sie können auch sehen, welche anderen Teilnehmenden im Raum da sind und diesen im Bedarfsfall Moderationsrechte vergeben. Das heißt, dass auch diese Dokumente freigeben und zeigen können. Sie können hier andere Fenster sichtbar machen bzw. auch Dateien hochladen und für Teilnehmende sichtbar machen. Eine andere schöne Option ist, Umfragen zu starten. Sie können hier Multiple-Choice- oder Single-Choice-Fragen erstellen, sowie die Option kurze Antwort wählen und bei den Optionen festlegen, wie lang diese Umfrage dauern soll. Weitere Materialien zum Thema WebEx finden Sie auf der Hilfeseite von WebEx von Cisco, auf die wir in einem Link verweisen. Vielen Dank für das Interesse an diesem Video.